Was geht ab, Pyros? Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben die 20.000 Abonnenten geknackt. Erstmal vielen, 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 vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. Wirklich krass, dass wir endlich diese Zahl erreicht haben. Das ist heftig. Auf die nächsten 20.000. Wir haben was Fettes für euch vorbereitet. Raketen, Böller, Bombenrohre, Batterien. Hinten auch ein Scream 100 versteckt. Hier Knisterteufel, die neuen Simanko-Bombenrohre, die Batterie. Dann haben wir hier als Erstschlag eine schöne Shell. Hier ein paar 4-Inch-Shells von Startrate. Und ja, hier unten steckt sich auch noch eine Daredevil, diese Blitze als Parasiten und. Also es wird wirklich ein sehr, sehr krankes Special. Vielen lieben Dank an mittlerweile über 20.000 Abonnenten, Freunde. So. Und Erstschlag für das Abo-Special. Pyrobandit Salutbombe. Plus ein paar Vogelschrecks. Alles klar, dann würde ich sagen, Zündung und dann ganz schnell weg. Das war heftig. So, als nächstes machen wir hier die Simancos Bombenrohre. Funke, was da jetzt gelangt. Richtig fette Dinger. Sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Wir machen von beiden Farben immer beide gleichzeitig. Starten tun wir mit Blau. 30 mm. So, und jetzt gelb. Jawohl, sauber. Und um die Sache jetzt mal ans Laufen zu bringen, haben wir jetzt direkt hier raus für euch. Der Devil. So, jetzt der Devil. Einfach mittlerweile ein richtig geiler Klasse. Macht mega Bock. So, weiter geht's. Tornado-Wirbel von Funke. Alles klar, Tornado-Wirbel von Funke. Wir versuchen es aus der Daredevil-Box. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nummer 1. Leider nicht funktioniert. Versuchen wir es mal hier vom Boden. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber wir versuchen es vom Boden. Alles klar. Sogar alle drei angegangen. Richtig geil. So, dann machen wir jetzt weiter. Mal schön Raketen hier. Deko. Goldraketen. Goldrakete 1 und Goldrakete 2. 1, 2, 3, los geht's. Weg, 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 weg. Herrlich. Ah, eine haben wir noch, fast vergessen. Und zwar die letzte. Leider ziemlich schwach geworden.
die war okay. So, als nächstes kubische Kanonenschläge. Zwei Stück Einzel und danach ein Viererstern. Zuerst zwei Einzelne. Ja, das war süß. Jetzt nochmal ein. Also die verpuffen eigentlich nur. So, und jetzt vier Stück. Schlag. Ja, die sind echt alle nur verpufft. Also scheint so, als wenn sie nass geworden sind. So, dann machen wir jetzt mal einen richtigen Hammer. Und zwar Feuertopf Main, Kaliber 45, Final Thunder, Tricolor 2, Titan, Salut und Feuer. Jawohl. Dann als nächstes Klassiker, Big Balls. Big Ball. Sauber. Dieser Rauch, Freunde. Als nächstes Crackling Vulkan. Sauberes Crackling und ich würde sagen, so Steighöhe 4 bis 5 Meter. Weiter machen wir mit Screamshots von ja, Klasek. Geil. Das macht Bock. Machen wir direkt die letzten zwei. Was ein geiler Effekt. Daraus müsste man eigentlich mal eine Batterie bauen, Freunde. Habt ihr da Bock drauf? Als nächstes machen wir hier mal eine Green Chrysanthemum. Mit zwei Kreiseblitzen und ein paar Vogelschrecken. Jawohl, Shepard. So, dann machen wir jetzt hier Double Flash von Deko. Aber ich würde sagen, einfach sortiert, wir machen nur drei Stück. So, von jeder Farbe ein, alle auf einmal. Ja, war okay. Für das Geld kann man nicht meckern. Jetzt die Knisterteufel Mix von Lone Star. Blau, Rot und Pink. Alles klar, da freue ich mich jetzt drauf. Die sind nämlich richtig geil. Starten tun wir mit Rot. Und bei Decking. Alles klar, das war irgendwie ein kleiner Fail. Jetzt machen wir Pink und Blau.
Richtig. So, dann haben wir jetzt noch was Kleines für zwischendurch. Poison. Poison mit 5 Vogelschreck doppelseitig angezündet. Alles klar. Feuer frei. 6. Mit so einer schnellen Schussfolge ist die doch auch eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann haben wir jetzt hier Glamour Shots von Albert. Wir machen von jeder Farbe ein. Pink, Gelb, Weiß und Blau. So, Glamour Shots, Pink, Blau, Weiß, Gelb, Blauschlag. Ja, die waren gut, auf jeden Fall. Gelbe ist aber leider nicht angegangen. Sehr schön. Fast in Vergessenheit geraten, aber dann doch dran gedacht. Fantastic Four von Weco. So, Fantastic Four. Ich versuche alle 4. Und jetzt Feuer. Jetzt hier die Dum-Bum-Raketen. Frisch vom Polenmarkt gekauft. So, und jetzt Dum-Bum-Raketen. Alle auf Schlag. Das hat leider nicht so gut funktioniert, Freunde. Jetzt eine Purple Chrysanthemum. Sehr schön. Einfach nur geil. Da freut man sich doch gleich auf die letzte. So, jetzt haben wir noch das Dreischlag BKS von Pyroland. Da bin ich extrem drauf gespannt. Dreischuss, Salut. Aber richtig, das hämmert jetzt. Jawohl, für deutsche Verhältnisse gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir noch 3 Sachen. Einmal den Scream 100, einmal hier die Chris Rain F1 und eine Kugelbombe plus ein paar Parasiten plus ein paar Vogelschlags. Ich würde sagen, zuerst Scream 100 XXL Böller. Scream 100. Die gescheppert, Alter. Junge, geisteskrank. Und jetzt bereiten wir was richtig Geiles für euch vor. Wir werden die Batterie zünden und ans Ende die Murmeln einleiten. Auf geht's. So, Freunde, und jetzt nochmal vielen, vielen Dank für 20.000 Abonnenten. Zum Schluss jetzt die Chris Rain F1 plus eine 4-Inch Blue Peony plus Parasiten. Alles klar und feuerfrei. Vielen Dank, Freunde. Jawoll! Alter, das war krank, Freunde. Ja, wenn euch das Abo-Special gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall
ein weiteres Abo da, eine positive Bewertung. Und dann hoffe ich, euch hat diese XXL Feuerwerksmilchkiste gefallen. Wie gesagt, ich kann nur noch tausendmal Danke sagen. Das ist echt eine unfassbare Zahl, Freunde. Und dann bis zum nächsten Mal.